Herzlich willkommen zur 129. Folge Hyanodon mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag. Warum reißt du das jetzt wieder ab? Weil ich das wieder umbaue oder beziehungsweise zurückbaue. Sag mal, wo produzieren wir jetzt alles Teer? Wir produzieren bei den Anlagen und bei der, die du da umsetzt. Also bei den sechs Dingern da. Dann kommt theoretisch gesehen bei denen allen auch Teer raus, ne? Und dann noch bei dem einen Block, der da hinten steht. Produzieren wir sonst noch irgendwo Teer? Nicht, dass ich wüsste, ne? Bei dem Block, bei dem Block, bei dem Block, bei dem Block. Bei dem, den hast du schon. Ich glaube, das war alles, wo der rauskommt. Gut. Warum? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass fünf Anlagen von deinem Ding da ausreichen. Zum Teer verarbeiten, wenn alles vorläuft. Fünf Anlagen, um nur von diesen Anlagen hier alles zu verarbeiten. Na Die dann. fünf Anlagen sind nur für diese Anlagen. Für nichts anderes. Nicht das, was in der ganzen Basis noch produziert wird. Echt jetzt? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Typisch. Wie viel Strom war das jetzt? Ich habe nur einen einzigen Strommast abgerissen. Okay, dann kann das hier und her gewesen sein. Das ist genau der gewesen ist. Ist ja nicht so, dass ich gerade auch eine Verbindung nach rechts hergestellt habe, ne? Das heißt, du musst da wieder ran. Das heißt, du musst da wieder ran. 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 Du kommst da raus, du kommst da raus, du kommst da raus. Wie sicher bist du dir denn mit deinen Zahlen mit den fünf Anlagen? 100% sicher. Dann muss ich den Fehler bei meiner Rechnung finden. Wieso? Eine Kohlegas-Dingsens-Anlage, also so ein destruktiver Apparat hier, wo wir hier neben stehen, macht doch 10 Pro Teer Sekunde. pro Sekunde. Richtig? Du hast 36 Anlagen, sehe ich das richtig? Richtig? Macht 360. Und wenn du sagst, vier Anlagen verbrauchen 300 pro Sekunde, dann machen 5 oder 4,8 Anlagen 360 pro Sekunde. Ich weiß schon, wo mein Fehler ist. Huch. Erzähl mir jetzt keinen Scheiß, dass du dich verrechnet hast. Ne, ich hab mich nicht verrechnet. Ich hab beim falschen Ding geguckt. Also,
Jetzt gerade, wo ich das nachgerechnet habe, habe ich beim falschen Ding geguckt. Ich habe nämlich geguckt, Schwerölverarbeitung zu brennbarem Gemisch. Da komme ich natürlich auf komplett andere Zahlen. Huch, was? So, das heißt, das passt jetzt hier wieder. Das heißt, du musst jetzt hier einmal ganz kurz weichen, weil den Platz brauchen wir hier. Ist natürlich auch wieder die einzige Verbindung. Doch auch typisch. Die Zahlen kommen aber hin, 4,8 sind das. Zumindest Genau, für das Tier. 4,8, das ist das, was ich auch ausgerechnet hatte. Also zum, ja genau, zumindest für die Anlage hier. Und dann kommen ja noch Aber ich glaube, 2, das ist 4, echt. 6, 8, 10, 12, 14, da kommt kein Tier raus, ne? Naja, aber du musst auch bedenken, dass es aktuell allein durch die Fließbandgeschwindigkeit werden diese Anlagen hier, glaube ich, teilweise nicht volllaufen. Nein, das ist richtig. Aber deswegen mache ich mir da trotzdem keinen Hehl raus und werde die 4,8. Naja, es ist ja auch wegen platzplanerischen Gründen nicht schlecht, die Maschinenanzahl zu nehmen, die du dann auch wirklich brauchst. Na gut, wir wollen ja dann hier noch ein bisschen. So, das heißt, ich baue nämlich jetzt eine Anlage da rein. Eine Anlage da rein. Ach, jetzt braucht der Tank wieder so lange. Und eine Anlage da rein. Das heißt, wir haben dann hier oben sechs Anlagen und können dann von unten auf jeden Fall hier noch was mit einleiten. Die Frage ist halt, wie viel kommt von unten? Ich meine, gut, klar, wir haben jetzt hier ein bisschen mehr. Das heißt, wir haben dann die sechs Anlagen. Um das mal festgehalten zu haben, ne? Wir haben sowieso hier drinne inzwischen das falsche Rezept. Also, was heißt falsches Rezept? Aber wir haben dann irgendwann mal durch Kohleverarbeitung 2 ein deutlich besseres Rezept eigentlich geforscht gehabt. Ja gut, das kommt ja dann ewig. Das heißt dann, wenn wir jetzt hier durch erstmal genug Strom herstellen, Naja, dann theoretisch gesehen kann man sogar überlegen, ob man nicht die Vergaser, die Synthesegas herstellen, wegen Thea behält. Weil Thea und Synthesegas bringen beides mehr Strom als Kohlegas bringen würde. Und wenn man ja, dann noch das bessere Rezept nimmt. wir müssen dann so oder so mal gucken, was wir an Kohlegas von hier aus dann verarbeiten. Weil wir dürfen ja auch nicht alles Kohlegas, wir brauchen es ja auch noch für als Bohrflüssigkeit und. Naja, aber unser Aluminium fällt in der Basis eh bald weg. Und ich würde eigentlich Jo. ungern eine Rohrleitung zum nächsten Aluminiumfeld legen, sondern da würde ich dann eigentlich schon am liebsten mit Zügen arbeiten. Aber ich glaube, bis wir Züge haben, kann ich lange warten und da werden wir Aluminium brauchen, um weiterzukommen. Das heißt, die nächste andere Option wäre halt dann die Teile da, ne? Außer noch irgendwo andere, die freistehend sind und nah dran sind, aber ich glaube nicht. Nee, das sind die einzigen, die wir noch haben. Das heißt, da müssen wir den eh rausmachen. Aber wenn wir dann genug Strom haben, dann können wir auch mal eine Anlage ausmachen. Gut, Fakt ist, so, das Öl, wir kriegen jetzt hier raus 200 Öl, oh, 204 Sekunden. Das heißt, wir kriegen jetzt hier 50 Öl pro Sekunde raus. Wir müssen ja den Kram jetzt.
darin schmeißen. Wie viel stellst du, wie Destillationsapparat her? Du brauchst 100 Öl pro Sekunde, wa? Ja, der braucht 100 Öl pro Sekunde. Das heißt, wir bräuchten davon theoretisch 2 Stück. Von Ja. den destruktiven Destillationsapparaten. Pass auf, dann würde ich sagen, dann setzen wir die destruktiven einen dahin. Ist das dann nicht genau in die Mitte? Ne, einen dahin und dann dahin. So, das heißt, ihr macht den Honig. Einmal nach dahin. So, wir müssen es aber auch immer so bauen, dass man das ohne Probleme erweitern kann und auch kopieren kann. Ja. So, so. Verdammt, Hacke. So, so. Du kriegst das Ding dann von da. Du von da. Du von da, du von da, du von da, du von da. Weil dann haben wir nämlich den Platz hier wirklich auch relativ gut ausgenutzt. Kommst du das noch zusätzlich von da und dann sollten wir alle da haben. Okay, das heißt, du machst jetzt Honig. Kriegst Strom von da. Kriegst Strom von da. So, der macht jetzt wie viel Honig? 100 Schweröl, also 50 Schweröl pro Sekunde, das heißt mit beiden zusammen 100 Schweröl. 100. So, wie viele Dings brauchen wir jetzt davon? Kraftzentrums. Du verarbeitest 100 Schweröl in 3 Sekunden. Das heißt, wir brauchen 3 Kraftzentrums. Richtig? Frage. Hä? Kann hinkommen, ja. Der Honig kommt dann da raus. Kraftzentrum, Kraftzentrum, Kraftzentrum. Hast du nicht aber theoretisch gesehen dann einen destruktiven Destillationsapparat zu wenig? Wieso? Ich dachte, das ist 2 zu 1, oder habe ich das falsch im Kopf? Zwei Ionisatoren und eine Dingsens. Oder wolltest du rechts daneben noch irgendwann eine dazwischen ziehen? Warte mal, nee, warte. Wollte ich nicht. Was ist jetzt falsch? Ich Der dachte, macht das. 100 Ich dachte. Rohöl In 2 Sekunden, oder nicht? in 4 Sekunden. Durch 4, das heißt 25. 25, 50, 75, 100. 125, 150 machen die 6 Stück, die jetzt hier stehen. 150. Und ein destruktiver Destillationsapparat macht 100 pro Sekunde. Das heißt, ich habe sogar schon 50 zu viel. Das heißt, ich bräuchte eigentlich nur anderthalb.
auf die Anlagen. Oder habe ich da jetzt einen Rechenfehler drin? Eigentlich nicht. Nö, das passt so. Das gleiche Spielchen ist jetzt mit dem, da habe ich jetzt ja auch dann zu viel. Von dem Honig hier. Honig hört sich irgendwie falsch an. Aber umschreibt es eigentlich relativ gut. Na, es sieht eher nach Honig als nach Schweröl aus. Ja. Das ist dann das Wasser. Und hier sieht man natürlich ja gar nichts. So, der braucht auch Brennstoff, das Kraftzentrum. Ach so, das war, da war ja was. Ja, Koks halt, ne? Ja, Koks als Brennstoff und Koks als Katalysator. So, das macht dann 150 brennbares Gemisch. Das heißt 50 brennbares Gemisch pro Dings. Das heißt theoretisch müsste dann hier überall eine Fackel dran. So, und er haut Dampf raus an 500 Dampf in 3 Sekunden. 500 durch 3 macht 170, sagen wir mal. Wie viel Dampf haut so ein Dampfkessel hier durch? Hundert Dampf pro Sekunde. Das heißt, ich bräuchte theoretisch 2 Dampfkessel. Das ging doch nicht mit Dampfkesseln, weil die Luft zu kalt war. Das musstest du doch immer wieder. Ja, halt hier Dampfkessel, Kühltürme heißen die doch hier. Ja. Aber es ist ein Riesenunterschied. Ja. Dahin kommt ein Kessel nach da, Kessel nach da und ein Kessel nach da. Das ist doch falsch. 500 Dampf, 166. 2 Kessel pro Maschine. Oder nicht? Ja, 2 Kessel pro Maschine. Ich brauche noch 4 Kessel. Das geht so oder so nicht hier. Das klappt nicht. Aber Teer ist so eine starke Flüssigkeit von dem, was du daraus herstellst. Du brauchst Teer ja gefühlt für fast alles oder kannst es bei fast allem benutzen. Du kannst zum Beispiel aus diesem Kohlestaub, den du ja da hier bei deinen Ascheverarbeiten rausbekommst, mit Glycerol, Cryocyte, was du auch aus Teer herstellst, und Teer,
Kohlebriketts herstellen, ne? Mhm. Rohkohl hat hier 3 Megajoule. Du bekommst da aus 35 Kohlestaub, 20 Glycerol, 100 Kryosite, 50 Thea, 10 Kohlebriketts raus, die jeweils einen Brennwert von 180 Megajoule haben. Ja, wusste ich natürlich. Habe ich dir schon dreimal gesagt, aber du hörst ja nicht auf mich. Das einzig Schwere daran ist dieses Glycerol, theoretisch gesehen dann. Aber der Rest davon ist ja super easy. Weißt du, was noch super easy ist? Das Folgenende? Oh Mann, Felix, nein! Das Koks hier hochzubekommen. Ach so, mein Fehler. Nein, das ist eigentlich nicht. Wie kriege ich denn das Koksalz hoch? Glaube ich, mache ich so, ist am besten. So, da hoch, das teilen, dahin, daran. Dann so das Koks da verarbeiten, dann ist das so und dann. Gut, dann verarbeiten wir tatsächlich schon mal alles. Aber das Folgende ist trotzdem da. Hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.